So, schönen guten Morgen. Willkommen zurück zu Betriebssysteme und Sicherheit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mein modifiziertes Setup heute funktioniert. Ich bitte die Zuschauer aus dem Internet, mir Bescheid zu geben, ob der Ton passt. Jetzt trage ich nämlich mal nicht zwei Mikrofone mit mir rum, sondern nur eins. Mal schauen. Worum soll es heute gehen? Ich möchte heute mit Ihnen über Prozesse und Threads sprechen. Ja, das sind Begriffe, die haben wir letzte Woche schon mal kurz angerissen. Aber heute werden wir da ein gutes Stück tiefer reingucken. Und das ist so die Übersicht über die Dinge, die ich heute mit Ihnen machen möchte. Ich möchte erst zunächst mal das, was ich letzten Freitag zum Thema Prozesse erzählt habe, noch mal kurz wiederholen. Und dann werden wir konkret uns mal das Unix-Prozessmodell anschauen, weil das einfach ein schönes und das klassische Beispiel ist für eine Implementierung von Prozessen. Wenn wir uns angucken, was eine Shell ist, was ein Terminal ist, wir werden da das Ganze, da das Anschauungsbeispiel Unix ist, auch mal ein bisschen tiefer, mal ganz kurz in die Unix-Historie und die Unix-Philosophie reingucken. Dann werden wir ein bisschen praktischer, dann werden wir uns mal ganz kurz anschauen, wie man ja konkret in der Shell auch ein Programm entwickeln kann und dann ausführen kann, und dann hat man einen Prozess. Und da in diesem Kontext auch über die Systemschnittstellen zu diesem Thema sprechen, nämlich die Systemaufrufe zum Thema Prozesserzeugung, Warten auf Prozesse. So, das muss ich hier nochmal ganz kurz, Moment, Beleuchtung ändern, Tafel ausmachen, genau. So. Das Internet hat sich auch gerührt zum Thema Ton. Das finde ich gut. Kurz zur Wiederholung. Also wir hatten gesagt, ja, die Definition von Prozessen, die uns erstmal interessiert, ist einfach, dass ein Prozess ein Programm in Ausführung ist, also etwas Dynamisches. Ja, während es auf der... lauter sprechen... mache ich gerne. Testing, Testing. Danke. Vielleicht brauche ich den Hinweis einfach jede Woche mal. Sorry. Prozesse sind Programme in Ausführung, sind also etwas Dynamisches, während ein Programm auf der Festplatte liegt und etwas Statisches ist. Ja, also ein Prozess, könnte man sich vorstellen, ist die Instanzierung eines Programms, indem es in den Speicher geladen wird und ausgeführt wird. Heißt auch, dass man ein Programm mehrfach ausführen kann und dann hat man mehrere Prozesse. Wir haben auch gesehen, dass ein Prozess eine abwechselnde Folge von CPU-Bursts und I/O-Bursts oder CPU-Stößen und ein Ausgabestößen durchführen kann oder ja, eigentlich immer durchführt. Also wenn wir uns hier den Prozess A angucken, dann sieht man hier, der hat erstmal die CPU und dann macht er einen I/O-Burst. Danach ist er mal ganz kurz rechenbereit. Und dann kriegt er wahrscheinlich irgendwann wieder die CPU. Ja, und das ist ein Zyklus, ein Ablauf, der für alle Arten von Prozessen gilt. Prozesse brauchen Betriebsmittel, ja, natürlich insbesondere die CPU, aber in der Regel auch noch weitere Dinge, natürlich auch Speicher, möglicherweise Ein-Ausgabegeräte, im weiteren Sinne Ressourcen. Prozesse haben einen Zustand. Ja, wir hatten uns das letzte Mal diese drei Zustände hier angeschaut und werden im Verlauf dieser Veranstaltung hier feststellen, dass das eine grobe Vereinfachung ist, wenn man sich konkret Unix anschaut. Und zum anderen werden Prozesse auch konzeptionell als unabhängige, nebenläufige Kontrollflüsse angesehen vom Nutzer. Denn für den Nutzer laufen Prozesse einfach echt parallel, während aus technischer Sicht immer nur ein Prozess auf einem Uniprozessorsystem rechenbereit ist. Und ganz wichtig, die Prozesse unterliegen der Kontrolle des Betriebssystems. Ja, also das Betriebssystem ist dafür zuständig, Betriebsmittel, also Ressourcen zuzuteilen, Ressourcen zu entziehen. Wenn es diesen zentralen Verwalter nicht gäbe, dann könnten Prozesse erstmal so nicht existieren. So, erst noch mal ganz kurz die Erinnerung, es gibt diese Frag-Jetzt-Webseite, also insbesondere für Fragen aus dem Internet, die können gerne hier eingestellt werden, aber natürlich auch hier aus dem Raum. Und es gab seit letzter Vorlesung eine Frage, und zwar,
zu den Timern oder Zeitscheiben. Ja, also wir hatten ja hier in diesem Beispiel gesehen, dass hier also der Zeitgeber programmiert wurde, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Unterbrechung auslöst, dass also hier dem Prozess C zu diesem Zeitpunkt hier rechts die CPU entzogen wird, weil er schon zu lange gerechnet hat. Ist die Zeit, bis ein Prozess einen Kontextwechsel durch einen Interrupt vornehmen muss, für alle Prozesse gleich oder kann ich dies für einzelne Prozesse konfigurieren? Die kurze Antwort ist, kommt drauf an, also kann man in der Regel, ja, also die meisten Betriebssysteme bieten dafür Möglichkeiten an. Zum Beispiel unter Windows hängt das davon ab, ob ein Prozess im Vordergrund, also tatsächlich das Fenster, das zu diesem Prozess gehört, ob das im Vordergrund oder im Hintergrund ist, wie lang die Zeitscheiben von dem Prozess sind. Dass man diesen Parameter direkt einstellen kann, das habe ich bei den gängigen Mainstream-Betriebssystemen noch nicht gesehen. Ja, normalerweise ist das irgendwie indirekt ein Effekt von, ja, welche Sorte von Prozess ist das? Ist das ein Desktop-Windows-Betriebssystem oder ist es ein Server-Windows-Betriebssystem, was einen indirekten Effekt auf die Zeitscheibenlänge hat. Okay, tauchen wir mal ein in das Thema Unix-Prozessmodell. Ja, Prozesse konkret am Beispiel Unix. Lange Historie. Die Personen, die da zu nennen sind, sind Ken Thompson und Dennis Ritchie, ja, Ende der 60er. Und die haben waren involviert, insbesondere der Ken Thompson war involviert in die Entwicklung eines großen Betriebssystementwicklungsprojekts namens Multics. Und dieses Multics, das wurde irgendwie, ja, wie das so mit großen Softwareprojekten ist, war zu groß angelegt. Ja. Wurde alles zu groß, wurde zu kompliziert, die Entwicklung dauerte zu lange, zu irgendeinem Zeitpunkt ist dann auch, es sind auch die Bell Labs, bei denen der Ken Thompson damals gearbeitet hat, abgesprungen von diesem Forschungsprojekt oder von diesem Entwicklungsprojekt, von diesem Multics. Und hat dann festgestellt, okay, eigentlich müsste es doch irgendwie eine einfachere Möglichkeit geben, Konzepte oder zumindest eine Teilmenge der Konzepte, die für das Multics entworfen wurden, ausgedacht wurden, umzusetzen. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, diese Bell Labs, das ist eine Forschungsabteilung, die es auch heute noch gibt, von AT&T, wem das was sagt, das ist ein großes Telekommunikationsunternehmen in den USA. Und dort wurde halt auch in den 70ern Betriebssystementwicklung betrieben. Ja, der Ken Thompson, der hat dann die Arbeit begonnen an einem Betriebssystem, das er ja so im Kontrast oder in Anspielung auf das Multics Unix genannt hat. Damals auch noch erstmal mit CS am Schluss, also so analog zu dem Multics hier, das hieß dann Unix. Und das hat er erstmal in Assembler geschrieben. Irgendwann kam dann auch Dennis Ritchie dazu, der hat damals eine Programmiersprache entwickelt, die hieß B. Ja, das war eine vereinfachte Version von BCPL. BCPL ist, da fehlt mir die Historie. Jedenfalls mal eine vereinfachte Version von BCPL und dann wurden noch so ein paar Details ausgefeilt und daraus wurde dann die Programmiersprache C. Ja, wenn man gerade bei B war, dann nimmt man halt C als Buchstabe für die nächste Programmiersprache. Und in der Folge haben die zwei dann zusammen das Unix in einer weiteren Version in C geschrieben, also einer Hochsprache, was damals erstmal relativ ungewöhnlich war, weil eben der große Wunsch entstand, dass man das Ganze auf andere Maschinen leichter portieren kann. Aber die ursprüngliche Version 1, die entstand also erstmal auf einer DEC-PDP-7, was eine relativ schwache Hardware war, auch schon für damalige Verhältnisse. Also 8018 Bitworte hatte das Ding als Speicher. Ein bisschen weird, wenn man sich das heutzutage anguckt, also kein Vielfaches von 8, ja, nicht mal eine Zweierpotenz, sondern irgendwie 18 Bitworte hatte dieses Teil. Aber das Ding sollte dann halt auch nur auf einer PDP-11 zum Beispiel laufen, das Unix. Und deswegen wurde dann die Version 3 in der Programmiersprache C oder größtenteils in C realisiert und das Ganze dann auch auf der PDP-11 zum Laufen gebracht. Der
Ken Thompson, der erzählt auch noch regelmäßig, dass er das Ding eigentlich nur gebaut hat, um ein eigenes Betriebssystem für ein Spiel zu haben, das er damals gebastelt hat. Ein Spiel namens, wie hieß das? Space Travel. Was man halt so macht mit teuren Großrechnern. Ja, und dann ist was passiert, was eine relativ große Auswirkung bis heute hatte. Nämlich die Bell Labs haben angefangen, diesen Quellcode, den proprietären Quellcode von Unix, Universitäten zur Verfügung zu stellen. Angefangen mit der Berkeley Universität und ja, und dann ist das passiert. Ja, man sieht also hier oben, da oben war dieses Unix noch unnamed und PDP 7. Und dann sieht man hier Unix Version 1 bis 4, Unix Version 5 bis 6. Und dann sieht man hier so den ersten Ableger nach links, da steht BSD. Das ist die Berkeley Software Distribution. Glaube ich, ja, doch. Wo also an der Berkeley University quasi eine eigene Variante von dem Unix entwickelt und gepflegt wurde, die also zur Ausbildung von Studierenden verwendet wurde und die wiederum von Berkeley dann zur Verfügung, bei anderen Forschungseinrichtungen insbesondere zur Verfügung gestellt wurde. Ja, was Auswirkungen bis heute hat, also wenn man jetzt diesen Baum hier nach unten verfolgt, dann sieht man hier zum Beispiel, da steht hier macOS 10. Ja, da kann man sich also denken, dass da vielleicht, ja, ob da wirklich noch Quellcode-Zeilen mit dem Ur-Unix übereinstimmen, das weiß man, weiß ich zumindest nicht. Ja, vielleicht hat man das aus nostalgischen Gründen noch gemacht, irgendwie die erste Zeile vom Scheduler ist noch von Ken Thompson oder so, keine Ahnung. Aber die ganzen Ideen von damals sind in diesen Unix-oiden Betriebssystemen hier gelandet. Ja, da sieht man hier, also wenn man hier ein bisschen nach rechts guckt, diverse Betriebssysteme, die enden auf BSD, also FreeBSD, Dragonfly BSD, NetBSD, OpenBSD. Ja, das sind also alles Open Source Unix Betriebssysteme, die sie sich, also wer mal einen launigen Nachmittag haben will, die kann man sich runterladen und mal in der VM installieren und mal damit spielen. Werden auch weltweit produktiv eingesetzt, natürlich aber nicht so verbreitet wie Linux, was wir hier links sehen. Ja, und Linux hat hier keine direkte Wurzel, gemeinsame Wurzel hier mit dem Unix, sondern das ist von Linus Torvalds auf der grünen Wiese entstanden, also der hat das von Null auf programmiert. Allerdings natürlich mit den ganzen Unix-Ideen im Hinterkopf. Ja, also das Linux-Prozessmodell ist das Unix-Prozessmodell zum Beispiel. Noch ein Stück weiter links hier diese Spalte hier, das ist Minix. Das ist ein ja, auch Open Source Betriebssystem, das dem Betriebssysteme-Buch von Tannenbaum beiliegt. Und das gibt es heute auch in der Version 3 irgendwas. Ist heutzutage ein Mikrokern und ist sicherlich eines der verbreitetsten Betriebssysteme überhaupt auf diesem Planeten. Ja, weil Intel irgendwann mal beschlossen hat, das Minix in seine Management-Unit einzubauen. Also letztendlich ist in jeder Intel-CPU, die so eine Management-Unit hat, also die in der Regel so Server-CPUs, da steckt auch ein Minix drin. Na gut, und dann hier rechts noch ein Riesenhaufen an kommerziellen Unix-Varianten, die auch teilweise bis heute noch existieren. Ja, also das ist das Ergebnis von AT&Ts offener Politik, ja, die also hier entschieden haben, den Quellcode erstmal zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen. Und die bekanntesten Vertreter heute sind wahrscheinlich schon immer noch Linux und macOS, würde ich sagen. So, jetzt gibt es hier eine Frage. Frag jetzt, wo kann man das T-Shirt kaufen? Habe ich vergessen. Müsste ich vielleicht mal den... Weiß gar nicht, vielleicht habe ich das mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Vielleicht finde ich das raus, rechtzeitig vor Weihnachten. Mal gucken. Okay. Ja, zurück zu den Prozessen. Prozesse sind unter Unix das primäre Strukturierungskonzept für Aktivitäten. Ja, also wenn man irgendwas ausführen will, dann muss man das in Form von Prozessen tun. Und zwar sowohl auf Anwendungsebene als auch auf Systemebene. Also es gibt auch Systemverwaltungsprozesse, die also systeminterne Dinge tun, die auch als
Prozesse erstmal modelliert sind. Prozesse können relativ leicht, und das ist so ein Unix-Ding, relativ leicht schnell weitere Prozesse erzeugen. Also zum Beispiel Windows ist, oder zumindest war relativ lang dafür bekannt, dass das Erzeugen von Prozessen eine relativ aufwendige Operation ist. Unter Unix ist das nicht der Fall. Und das sorgt dafür, dass man hier so eine Elternprozess-Kind-Prozess-Relation kriegt. Also es gibt einen Elternprozess, der erzeugt einen neuen Prozess und das ist dann automatisch dessen Kindprozess. Und wenn man das zurück zum Ursprung denkt, ja, am Anfang, wenn das System startet, wird halt ein initialer Prozess gestartet und alle weiteren Prozesse entstehen durch diesen Prozesserzeugungs-Kind-Prozess-Vorgang. Also man sieht hier, dass beim klassischen Unix werden tatsächlich initial drei Prozesse gestartet, ja, der Swapper-Prozess und der Page-Daemon, das sind im weiteren Sinne Prozesse, die also für Speicherverwaltung zuständig sind, die gibt es im heutigen Unix und auch unter Linux erstmal nicht mehr. Und dann wird der Init-Prozess gestartet. Ja, der Init-Prozess, der hat immer die Prozess-ID 1. Ja, jeder Prozess hat eine eigene ID, das ist einfach eine Ganzzahl. Der Init-Prozess hat immer die Prozess-ID 1 und der existiert auch immer, der läuft immer. Und was der Init-Prozess am Anfang, wenn man das System also hochfährt, macht, klassischerweise, ist, dass er für jedes Terminal, das am System angeschlossen ist, einen sogenannten Getty-Prozess startet. Ja, deswegen sieht man jetzt also hier, der Init-Prozess, der hat hier mehrere Getty-Prozesse als Kind-Prozesse. So, was ist ein Terminal? Muss man wieder ein bisschen so in die 80er zurückgucken, ja, oder jetzt nochmal Ende der 70er, wo also der interaktive Mehrprogrammbetrieb Einzug gehalten hat, weil es plötzlich sowas wie Bildschirme gab, Tastaturen. Ja, nur waren die Rechner damals immer noch so teuer, dass man sich auch in der Firma zum Beispiel einen gekauft hat, den hat man sich in den Keller gestellt, der war dann vielleicht nicht mehr so einen kompletten Raum füllend, aber immer noch groß und teuer und laut. Und dann hat man in die einzelnen Büros sogenannte Terminals gestellt. Ja, ein Terminal ist letztendlich ein Bildschirm und eine Tastatur mit einer seriellen Schnittstelle, die dann als Kabel in den Keller geht zu dem einen zentralen Rechner, auf dem dann alle Leute, die in dieser Firma also auf dem Rechner arbeiten wollen, gemeinsam arbeiten. So, und heute gibt es diese Dinger in der Regel nicht mehr, außer in irgendwelchen Ausstellungen. Ja, deswegen hat man heute nicht Terminals, sondern sogenannte Terminal-Emulatoren. Ja, das ist dann das, was Sie vielleicht kennen als Kommandozeile. Ja, das ist ein Terminal, ein Terminal-Emulator. Ja, das ist natürlich jetzt nicht das robuste Bildschirm plus Tastatur plus serielles Kabelgerät, sondern einfach eine Emulation, die mir aber das Gleiche ermöglicht, nämlich das Interagieren mit dem Rechner. Ja, das ist jetzt in dem Fall ein Terminal-Emulator namens Konsole. Den werden wir gleich wieder sehen. Genau, dieser Getty-Prozess, der erlaubt also die Einwahl, also das Verbinden von außen über ein serielles Terminal. Und Getty wiederum startet ein Programm namens Login. Ja, Login ist ein Programm, das wiederum vom Nutzer seinen Benutzernamen und sein Passwort abfragt. Und wenn dann beides zusammenpasst und auch noch stimmt, dann startet der Login-Prozess eine sogenannte Shell für den Nutzer, in dem Fall hier diese BA-Shell, wie Bash, über die der Nutzer ja, mit dem Rechner interagieren kann, weitere Programme starten kann, durch die Dateisystemhierarchie navigieren kann und so weiter. Noch ergänzend, ja, noch zwei Dinge ergänzend. Das eine, also ja, wie gesagt, wenn ich also jetzt eine Shell zur Verfügung habe und über diese Shell mit dem Rechner interagiere und ein Programm starte, dann wird jedes Programm wiederum als Kindprozess von dieser Shell gestartet. Also zum Beispiel, wenn ich den Firefox starte aus meiner Bash heraus, dann ist der Firefox ein Kindprozess von meiner Bash. Und ergänzend noch zu dieser Prozess-ID-Geschichte, also wie gesagt, der Init-Prozess hat die Prozess-ID 1, alle anderen Prozesse bekommen irgendeine, die halt gerade frei ist. Ja, bei vielen Systemen werden die sequenziell vergeben. Und entsprechend zu dieser Eltern-Kind-Beziehung gibt es zu jedem Prozess auch einen Elternprozess und dementsprechend auch die Elternprozess-ID oder die
Parent Process ID, PPID. Ja, das sind diese beiden Zahlen, die hier rechts noch genannt sind. So, jetzt gibt es hier zwei Fragen. Warum wird Swapper unter Linux nicht unter, im weiteren Sinne, Prozessliste angezeigt? Weil es den so nicht mehr gibt. Ja, also das ist ein Systemdienst im klassischen Unix, das gibt es unter Linux in der Form nicht mehr. Aber in einem klassischen Unix wäre der zu sehen, mit Prozess-ID 0. Können Sie mal NeoFetch auf Ihrem Rechner zeigen? Nein. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was das ist. Kann mir da jemand helfen? Neo? Ja, da wird die Linux-Version angezeigt und die Fernsehen mit dem Symbol, je nachdem, was für ein Distro das ist. Die Dora-Logo, man sieht aber auch ihre Hardware-Specs und so. Okay. Vielleicht mache ich das bei Gelegenheit mal, aber ich schaue mir das erstmal offline an, bevor Sie da irgendwelche Geheimnisse über mich rausfinden. Prinzipiell, warum nicht? Okay, weiter im Text. Ich hatte gerade von Shells gesprochen. Warum heißt eine Shell eigentlich Shell? Weil die Shell ja den Kern umgibt. Ja, also als Schale. Einfach das englische Wort Schale. Also die Schale um den Betriebssystemkern, der letztendlich im Supervisor-Modus läuft und das Recht hat, auf ein Ausgabegerät zuzugreifen und so weiter. Und die Schale außenrum, die dem Nutzer ermöglicht, mit diesem Kern zu interagieren. Ja, diese Shell ist also textbasiert. Damit kann ich Kommandos starten. Und ja, wie schon gesagt, jedes Kommando ist ein eigener Kindprozess. Und das schauen wir uns jetzt einfach nochmal konkret an. Zack, machen wir nochmal groß. Ja, was wollen wir hier tun? Man kann hier zum Beispiel navigieren. Ja, wenn man mal nicht weiter weiß, dann macht man erstmal ein ls. ls zeigt an, welche Dateien im aktuellen Verzeichnis sind. Das ist jetzt also irgendwo in meinem Home-Verzeichnis. Diese Tilde hier, die steht für mein Home. Und dann gibt es hier ein Unterverzeichnis Materials. Da wechsle ich mal rein mit cd, Change Directory. Gibt auch Tab Completion in der Bash, in der BA-Shell. Muss ich also nicht zu Ende tippen. Und da sieht man, dass man also zum Beispiel, hier habe ich noch Unterverzeichnisse eingelegt für die einzelnen Vorlesungen, da liegen irgendwelche C-Programme. Wenn ich ein Programm starte, das also dann zum Kindprozess wird, dann blockiert in der Regel erstmal die Shell, solange bis der Kindprozess terminiert ist. Ja, also zum Beispiel Kate, ja, Kate, das ist so ein Texteditor, den man übrigens auch also einfach einen Programmiertexteditor verwenden kann. Wenn ich das hier starte, das ist vielleicht ein bisschen groß für den Stream, der nur einen Ausschnitt kriegt. Ja, das ist jetzt also hier diese Datei, die wird hier angezeigt. Darauf will ich aber gerade gar nicht hinaus. Jetzt schauen wir uns nochmal das Terminal an. Und man sieht jetzt hier kann ich jetzt gerade nicht mit der Shell interagieren. Die Shell ist gerade blockiert, die wartet darauf, dass der Kindprozess, dieses Kate, sich beendet. Machen wir den mal wieder zu. Zack, und dann habe ich hier wieder mein Terminal. Tatsächlich jetzt hier drei Zeilen, weil ich gerade Enter gedrückt habe. Das Terminal hat das gepuffert, bis die Shell dann tatsächlich wieder da war und jetzt habe ich zweimal Enter noch gedrückt gehabt. Jetzt habe ich gerade das Programm Kate gestartet. Die Frage ist, wo findet die Shell dieses Programm überhaupt? Man kann also mit dem Kommando which erstmal rausfinden, wo ist dieses Programm überhaupt? Und man sieht, das liegt hier im Pfad User Bin. Und da ist also diese ausführbare Datei Kate. Können wir auch mal hinwechseln. Und dann sieht man, hier liegt tatsächlich das Programm Kate. Oh, das ist irgendwie so ein Megabyte groß ungefähr, diese ausführbare Datei. Wurde angelegt am 3. März 2022. Da gab es irgendwie gerade das. Da habe ich offenbar ein Ubuntu-Update installiert und von da ungefähr stammt diese Version. Wechseln wir wieder zurück. Aber ich habe das Programm Kater jetzt gestartet, nicht mit User Bin Kate, also mit dem kompletten Pfad, sondern ich konnte einfach sagen Kate. Ja? Und das liegt daran, dass die Shell im Dateisystem eine Liste von Verzeichnissen durchsucht, wenn ich ein Programm starte. Und zwar ist das eine Umgebungsvariable, die heißt path.
Also Umgebungsvariablen werden immer mit so einem Dollar vorangesetzt und Echo ist ein Programm, das also diesen Text hier ausgibt. Und das ist letztendlich eine Liste von, also eine Doppelpunkt getrennte Liste von Verzeichnissen, die von der Shell automatisch durchsucht wird, um das Programm zu suchen, das ich starten wollte. Da sieht man, dass der jetzt also erstmal in meinem Home hier guckt, weil ich auch in meinem Home Programme installieren können möchte. Und dann sieht man irgendwo weiter hinten in dieser Liste, da nämlich, taucht auch der Pfad User Bin auf. Und deswegen hat die Bash das Kate dann gefunden und konnte es erfolgreich starten. So, machen wir den mal wieder klein. Dann gibt es in der Shell noch solche Dinge wie Job Control. Ja, also wenn ich ein Programm starte, dann ist das aus Sicht der Shell ein Job. Und Jobs kann ich auch in den Hintergrund verschieben. Also jetzt hatten wir zum Beispiel gerade gesehen, also auf dieser Folie wird Emacs verwendet, das kann ich nicht befürworten. Deswegen verwenden wir nochmal Kate. Ja, also ich starte hier wieder Kate. Machen wir ein bisschen kleiner. Ist das immer noch groß genug, hoffe ich? Geht noch, ne? Ja, da hinten sehe ich auch noch nickende Köpfe. Gut. Also öffne ich nochmal diese Datei hier, vorg.c. Und man sieht jetzt also, hier ist wieder das Kate und die Shell ist wieder blockiert. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte das Kommando erstmal stoppen. Jetzt drücke ich also hier auf meiner Tastatur STRG, also Control oder Steuerung, Z. Und damit ist der Job Nummer 1, ne, diese Jobs werden Shell-intern durchnummeriert, das hat mit der Prozess-ID nichts zu tun. Die werden Shell-intern durchnummeriert, also der erste Job hat die Nummer 1 bekommen und der Job Nummer 1 ist jetzt gestoppt. Ja, ich kann hier auch gerade tatsächlich in dem Texteditor nichts machen, weil der gestoppt ist. Ja, ich klicke hier drauf rum und es passiert nichts. Mit FG kann ich das Ding wieder in den Vordergrund holen. Jetzt ist also die Shell wieder blockiert. Das ist auch das plötzlich passiert, was ich reingetippert habe. Mal wieder rückgängig. Na, das kann ich auch wieder damit arbeiten. Ich kann es aber auch stoppen und mit BG in den Hintergrund schicken und jetzt trotzdem wieder mit der Shell arbeiten. Ja, das ist jetzt ein Hintergrundjob. Ich kann mir die Jobs auch anzeigen lassen. Und man sieht jetzt also hier im Hintergrund läuft ein Job. Und zwar ist das hier Kate, fork.c. Kann jetzt auch noch weitere Jobs starten, also ich kann zum Beispiel ein anderes Programm starten, gedit. Mache ich mal hier hello1.c auf, das ist ein anderer Texteditor. Auch den schicke ich jetzt mal in den Hintergrund. Dann sehe ich, jetzt habe ich hier zwei Jobs. Genau. Im weiteren Sinne, aus der Shell kann ich mit den Kind-Prozessen irgendwie interagieren, im Sinne von, ich kann sie verwalten. Ich kann sie in den Vordergrund holen, in den Hintergrund holen. Ich kann jetzt auch zum Beispiel mal sagen, wieder Vordergrund Job Nummer 2. Ja, der G-Edit ist jetzt wieder im Vordergrund. Und mit Steuerung C kann ich den killen, diesen Prozess. Ja, der ist jetzt weg, der G-Edit. Den Kate mache ich jetzt mal normal zu. Und dann merkt die Shell auch, okay, der zweite Hintergrundjob ist jetzt auch gestoppt. Was bei dem Steuerung Z jetzt genau passiert, das werden wir zum späteren Zeitpunkt ein bisschen genauer angucken. Letztendlich wird dem Job in dem Moment, oder dem Kit-Prozess in dem Moment ein Signal geschickt, das ihm sagt, bleib stehen. Ja, ein Sig-Stop. Aber das gucken wir uns, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt mal genauer an. So, jetzt gibt es hier eine Frage. Was passiert, wenn sich Namen im Path, also in diesem Pfad, doppeln? Ja, also sprich, Kate zum Beispiel existiert in zwei von diesen Verzeichnissen, dann gilt das, was zuerst kommt. Also der Pfad wird von vorne nach hinten durchsucht. Was passiert, wenn ein Parent-Prozess crasht? Werden alle Kind-Prozesse abgebrochen? Kommt drauf an. Im weiteren Sinne, da gibt es auch schon eine Antwort, sehe ich gerade. Also da hat jemand geantwortet, nein, der erste Kindprozess übernimmt die Rolle des Elternprozesses und erbt den Rest. Nee, das stimmt nicht. Also es gibt letztendlich zwei Möglichkeiten. Also tatsächlich unter Linux
Zum Beispiel ist es oft so, dass ein Prozess, der Kindprozesse erzeugt, diese Kindprozesse in derselben Prozessgruppe, Control Group, erzeugt. Ja, das führt also dazu zum Beispiel, und wenn dann der Parent-Prozess auf die eine oder andere Art und Weise stirbt, dann kann es sein, dass die ganzen Kindprozesse auch gekillt werden, automatisch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in dieser Konsole Programme starte, dann werden die automatisch gekillt, wenn die Konsole außenrum, also der Terminal-Emulator außenrum gekillt wird. Wenn man davon jetzt mal absieht, ist die Regel, wenn der Elternprozess terminiert, bevor der Kindprozess terminiert, wird der Kindprozess ein Kindprozess vom Init-Prozess. Der Init-Prozess übernimmt solche Waisenkinder, der adoptiert Waisenkinder. Das werden wir uns aber gleich auch nochmal anschauen. Könnten Sie den Begriff kritischer Abschnitt aus letzter Vorlesung formal definieren? Formal definieren, spontan aus der Hüfte, nein. Ja, also die Definition, die ich versuchen würde zu erklären, ist, das ist ein Stück Code, der auf eine gemeinsame Ressource zugreift und der zu inkonsistenten Zuständen oder im weiteren Sinne zu einer Race Condition führen kann, wenn dieser Zugriff nicht koordiniert stattfindet. Das ist aber sicherlich nicht formal genug. Ich kann mal gucken, ob ich eine formale Definition für Sie finde. Ich schreibe das mal auf. Notiz an mich, nächstes Mal ein Stück Papier mitbringen. Okay. Lasse ich es erstmal so stehen. Genau, das war also ein bisschen Job Control. Das ist jetzt erstmal einfach eine subjektive Liste von ausgewählten Shell-Befehlen. Also wir hatten ein paar von denen jetzt gerade schon gesehen. LS, also Verzeichnisinhalte auflisten. CD für Change Directory hatten wir gesehen. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, ja, wo Sie also sich auch gerne mal ein bisschen informieren können, mithilfe von dieser virtuellen Maschine, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Ein besonders spannender ist der letzte hier. Man für Manual, wo man also zu allen anderen Befehlen sich Dokumentation anschauen kann. Ja, also zum Beispiel Man Kate, dann sieht man hier die Manual Page für diesen Texteditor. Dann sieht man also zum Beispiel, welche Kommandozeilenparameter der sonst noch hat, wenn man lustig ist. Man kann hier also durchblättern und kriegt einen Haufen Informationen zu diesem Shell-Befehl, aber auch zu einem Haufen anderen Dingen. Also zum Beispiel zu Systemaufrufen. Ja, wir werden uns gleich den Systemaufruf Fork anschauen. Es gibt eine Manpage zu Fork. Okay. Standard-Ein-Ausgabe. Jeder Prozess hat defaultmäßig drei Ein-Ausgabe-Kanäle. Ja, die Standard-Eingabe, die Standard-Ausgabe und die Standard-Fehler-Ausgabe. Und diese drei sind in der Regel, also defaultmäßig erstmal mit dem Terminal verbunden, indem man die Shell laufen hat, die den Prozess gestartet hat. Ja, Standard-Eingabe, also die ist letztendlich indirekt dann mit meiner Tastatur verbunden, ja, aber zunächst mal direkt zu dem Terminal. Standard-Ausgabe sind also normale Textausgaben von einem Prozess, also wenn ich zum Beispiel LS für Verzeichnislisting tippe, dann passiert das auf der Standard-Ausgabe. Und die Standard-Fehler-Ausgabe ist ein separat vorgesehener Kanal für Fehlermeldungen. Ja, die Idee ist, dass man, wenn man möchte, diese beiden Kanäle auch in verschiedene Senken umleiten kann. Dass also zum Beispiel die Fehlermeldungen in einem Fehlerlog-File landen und die normalen Ausgaben auf dem Terminal.
Genau. Zusätzlich die ganzen Kommandos oder sagen wir fast alle Kommandos erlauben zusätzlich, dass man Dateien als Ein- und Ausgabekanäle verwenden kann. Man kann aber, man kann aber zusätzlich ein Feature von der Shell von allen gängigen Shells verwenden, um diese Standard-Ein-Ausgabekanäle umzuleiten. Und das gucken wir uns auch nochmal an. Dann gehen wir nochmal auf unser Terminal. Also mache ich mal ein ls oder ls-l. Dann sehe ich jetzt also hier das Verzeichnislisting. Wie gesagt, das ls macht dieses Listing auf der Standard, im Standard-Ausgabekanal. Und dann kann ich hier die spitze Klammer nach rechts benutzen, um die Ausgabe umzuleiten in eine Datei. Also zum Beispiel hier schicke ich das hier in die Datei 1. Und dann sehe ich jetzt auf dem Terminal nichts mehr. Logisch, weil ich die Standardausgabe, in die dieser ganze Text vorher gelandet ist, jetzt umgeleitet habe in eine Datei. Schaue ich nochmal, stelle ich fest, aha, hier gibt es jetzt eine neue Datei, diese erste hier. Die ist gerade eben erst angelegt worden. Irgendwie 281 Bytes groß. Und kann die jetzt zum Beispiel durchsuchen. Also zum Beispiel, es gibt das Kommando grep. Da kann ich also suchen zum Beispiel nach fork. Und zwar möchte ich als Eingabetext für dieses, also als Eingabestrom für dieses grep, möchte ich gerne diese Datei 1 hier verwenden. Ja, und dann sieht man, der hat jetzt also von diesem Dateiinhalt hier, ja, stimmt nicht ganz. Okay, ich muss noch mal kurz drei Schritte zurückgehen. Also, dieses ls-l, spitze Klammer nach rechts, d1, hat also die Ausgabe von ls-l in d1 geschrieben. Jetzt gucken wir erstmal in d1 rein. Cut ist also ein Programm, das einfach den Inhalt einer Datei aufs Terminal kippt. Und dann sieht man tatsächlich, ist das hier drin, was wir dachten, das drin ist. Ja, das heißt, dass ich das Ganze mit Kate aufmache. Dann kann ich das hier natürlich auch anschauen. Ja, also einfach eine Textdatei. Und jetzt durchsuche ich diese Textdatei nach dem Begriff fork. Ja, ich verwende hier, das ist jetzt spitze Klammer nach links, ich verwende also als Eingabestrom für dieses grep die Datei D1. Und da sehe ich hier, also es gibt hier genau eine Datei, die da drauf matcht. Das ist nämlich diese, eine Zeile, die da drauf matcht, das ist diese Zeile, wo also fork.c vorkommt, die hier oben. Und er hat mir sogar hier noch rot hervorgehoben, wo er in der Zeile dieses Wort gefunden hat. So, jetzt möchte ich die Ausgabe davon in eine Datei D2 schicken. Also mit der Pfeiltaste nach oben kann ich immer in die Historie zurückblättern. Ja, das heißt also, ich möchte jetzt das Ergebnis von diesem Kommando hier umleiten, wiederum in eine Datei D2. Jetzt sehe ich wieder auf dem Terminal nichts, weil ich die Ausgabe umgeleitet habe. Wenn ich nochmal gucke, jetzt stelle ich also fest, es gibt hier jetzt eine Datei D2. Ja, wenn ich da reingucke, stelle ich fest, da ist halt hier die Ausgabe gelandet von dem grep. Und was mache ich jetzt noch zusätzlich? Ich starte jetzt noch ein Programm namens WC, das heißt Word Count. WC nimmt wieder standardmäßig erstmal den Eingabestrom, aber ich leite den Eingabestrom jetzt um aus der Datei D2 und stelle jetzt also fest, WC zählt hier eine Zeile, 9 Wörter oder 45 Zeichen in dieser Datei D2. Ja, das trifft auch hier oben zufällig auf dieses Directory Listing, was auch gesagt hat, das Ding ist 45 Zeichen groß. So, also was habe ich gemacht? Ich habe ein ls-l gestartet, ich habe die Ausgabe in die Datei D1 geschickt, ich habe diese Datei D1 als Eingabe in das Kommando grep fork geschickt, ich habe dessen Ausgabe wiederum in Datei D2 umgeleitet und dann habe ich diese Datei D2 als Eingabe für das Kommando wc verwendet. Das kann ich aber auch noch kompakter machen, und zwar mit dem sogenannten Pipe-Operator. Also nochmal ls-l, dann mache ich hier eine Pipe, ja, das ist also auf der deutschen Tastatur, ist das Alt-Gr und dann links unten dieses größer-kleiner, diese größer-kleiner Taste. Das pipe ich nach grep-fork und das wiederum pipe ich nach wc. Und das macht genau dasselbe. Ja? Warum? Naja, weil dieser Pipe-Operator die Ausgabe des Kommandos, die Standardausgabe, den Standardausgabekanal von dem Kommando links mit der Standardeingabe von dem Kommando rechts verbindet.
Das heißt, ich habe jetzt gerade das Gleiche erreicht, nur ohne diese temporären Dateien D1 und D2 als Zwischenlandeplatz. Einzusehen? Fragen dazu? So, jetzt gibt es im Internet eine Frage. Was bedeutet grep? Was macht es? Also was bedeutet es? Da müsste man ein bisschen tiefer graben. Letztendlich ist der Name mal entstanden aus so einem Kommandokürzel in einem Texteditor. Ja, wofür auch immer das G steht, wahrscheinlich global. Also ich möchte die komplette Datei durchsuchen und dann kommt hier eine RE, eine Regular Expression. Und dann möchte ich das Ergebnis, also alle Zeilen, diesen regulären Ausdruck hier matchen, möchte ich P printen, möchte ich ausgeben. Das ist so die Historie. Was tut es? Grep durchsucht einen Eingabestrom nach einem Muster. Das ist die Kurzfassung. Ja, also grep ist ein Tool, das an der Standardeingabe einen Textstrom nimmt, also zeilenweise Text, und diesen Text nach einem Pattern durchsucht. In unserem Beispiel hier war das Pattern der Text Fork. Ich möchte also nach Zeilen suchen, in denen das Wort Fork vorkommt. Ja, da kann man auch viel komplexere Patterns verwenden. Und nur die Zeilen, die matchen, werden ausgegeben in der Standardverwendung. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Okay. Ja, also diese Magie, die steht ja auf der Folie, das habe ich jetzt, ich wollte es nur live zeigen, weil man es halt so schön zeigen kann, aber allgemein zieht sich durch Unix die Unix-Philosophie durch. Ja, Doc McIlroy, der Erfinder unter anderem dieser Pipes, der hat das mal so zusammengefasst: This is the Unix philosophy, write programs that do one thing and do it well, write programs to work together, write programs to handle text streams, because that is a universal interface. Oder Kurzfassung, wenn jemand nach der Kurzfassung von Unix-Philosophie fragt, ja, do one thing, do it well. Ja, die Idee war, es gibt ganz viele kleine Kommandozeilen-Tools, die in der Regel auf Textströmen arbeiten, Textströme auf der Standardeingabe nehmen, ihre Ausgabe auf die Standardausgabe schicken, und dass man dann diese kleinen Tools in so Pipes zusammenfassen kann, also letztendlich um ein komplexeres Problem zu lösen. Ja, Programm 1, Pipe, Programm 2, Pipe, Programm 3, und plötzlich hat man ein Programm, das für alle Dateien in einem Verzeichnisbaum, die auf die Endung .c enden, die bitte alle durchsuchen nach dem Text Fork, und davon ein Count, also ein Zeilen-Count, also wie viele Vorkommen gibt es. Ja, das ist eine Fragestellung, die man vielleicht in so einer modernen Programmier-IDE irgendwie kriegt. Ja, da gibt es vielleicht irgendwie extra Knopf, durchsuche alle Dateien um irgendwie bestimmte, nach einem bestimmten Text, und dann kann ich gucken, wie viele Ergebnisse gab es. Für dieses Problem gibt es vielleicht eine Lösung in irgendwelchen Tools. Unter Unix kann ich mir das mit einem Handgriff selbst basteln, indem ich einfach das Tool, in dem Fall Find und grep und WC irgendwie zusammenpipe. Ja, die drei reichen wahrscheinlich. Da gibt es eine Frage. Das hier? Also zunächst mal, das ist nicht wichtig. Ja, das ist wirklich ein Global, also die komplette Datei durchsuchen. Aber das werde ich nicht fragen. Ja, das ist irgendein Datenpunkt irgendwo weit in der Historie. Das wissen wahrscheinlich nicht so viele Menschen, wofür grep steht. War ein Textsuchprogramm. Genau, und also dadurch, dass diese Unix-Tools eben nur eine Sache tun sollen in der Regel, ja, das ist also ein Entwurfsziel, und dass sie diese eine Sache aber sehr gut machen, das führt eben dazu, dass man durch Komposition mithilfe von Pipes sehr komplexe Probleme lösen kann. Ja, und das ist bis heute für mich ein Grund, dass ich Softwareentwicklung nur unter Linux mache. Ja, weil diese ganzen kleinen Tools, die fehlen mir unter Windows.
Und der Windows muss ich halt dann, ja, um das Problem von gerade zu lösen, ja, ich möchte den kompletten Verzeichnisbaum nach Dateien durchsuchen, die auf .c enden, und da möchte ich nach einem Pattern suchen und ich möchte wissen, wie oft die vorkommen. Insgesamt muss ich mir unter Windows wahrscheinlich irgendwo ein Programm kaufen für 10 Euro oder so. Oder vielleicht kann es Visual Studio Code, ja, vielleicht kann es das zufällig, aber vielleicht halt auch nicht. Oder vielleicht nicht genauso, wie ich es haben möchte. Ja, und unter Unix, Linux im weiteren Sinne, ja, da kann ich mir in 3 Sekunden eine Kommandozeile zusammenhacken, die das Problem löst. Und wenn ich das öfter machen will, dann baue ich ein Shell-Skript draus, das das halt für mich kapselt. So, ja, das ist Alltagsgeschäft. Speaking of Programmentwicklung. Wenn ich ein C-Programm schreiben will, unter Linux, unter Unix, dann mache ich das natürlich wie auf anderen Plattformen auch. Ja, ich brauche also einen Texteditor, ich muss also irgendwie so ein C-Programm schreiben. Und hier unten sieht man jetzt mal ein Beispiel, wie Sie relativ leicht unser Testbeispiel hier für diesen Foliensatz hier auf Ihr System bekommen. Ja, also das sind jetzt einfach eine Reihe von Shell-Befehlen. Ja, make this, soll ein Verzeichnis eingelegt werden, CD, es soll reingewechselt werden. Dann wird hier wget aufgerufen. Wget lädt eine Datei aus dem Internet runter, in dem Fall die hello.c hier von unserer Webseite. Und mit dem cut hello.c wird dann also der Inhalt von dieser Datei mal auf der Konsole ausgegeben. Ja, das will ich jetzt gerade gar nicht nachspielen. Ich habe diese Datei hello1 hier schon mal rumliegen. Da ist sie. Ja, ich kann die jetzt mal hier ausgeben. Hello1.c und sehe, dass da also keine große Überraschung drin ist, nämlich einfach das, so ein Hello World C-Programm, mit dem man mal ein bisschen spielen kann. So, und jetzt möchte ich das Ding übersetzen und binden, also kompilieren und linken, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ich es ausführen kann. Ja, das geht zunächst mal unter Linux oder im weiteren Sinne unter Unix, wo ein GCC installiert ist, mit dem einfachen Kommando GCC und dann das C-Programm, das man übersetzen möchte. Das können wir auch gerne mal ausprobieren. Mit STRG L kann ich übrigens mein Terminal wieder säubern. Ja, da ist jetzt also keine Ausgabe passiert. Ja, es gab also keine Fehlermeldung. Aber ich stelle fest, es ist also noch eine neue Datei in meinem Verzeichnis hier entstanden, die heißt a.out. Ja, das ist einfach die Standarddatei, die der GCC, der Compiler hier, auswirft, wenn er nicht explizit gesagt wird, wie soll das ausführbare Programm heißen. Ich kann das auch mit minus o definieren, wie das heißen soll, das Ding. Also zum Beispiel hello1 soll mein Programm heißen. Ja, dann entsteht hier eine ausführbare Datei namens hello1. So. Und das Ding kann ich natürlich auch starten, also ./hello1, und dann gibt mein Programm hier Hello World aus, so wie ich mir das vorstelle. Hat jemand eine Vorstellung, warum ich hier ein ./ davor gestellt habe? Ja? Ich möchte die Datei hello1 im aktuellen Verzeichnis ausführen. Ja, der Punkt steht für das aktuelle Verzeichnis. Punkt ist das Elternverzeichnis. Punkt ist das aktuelle Verzeichnis und ./ ist das Verzeichnis, in dem ich gerade bin. Und damit spezifiziere ich also den vollständigen Pfad zu dieser ausführbaren Datei. Wenn ich jetzt sage hello1 ohne ./ davor, dann sagt mir die Shell hier not found. Ja, und da es ein Ubuntu ist, sagt es mir noch mehr, meinten Sie vielleicht und so weiter. Aber ne, der Grundtenor ist zunächst mal, die Shell hat mein hello1 nicht gefunden. Hat jemand eine Idee, warum die Shell das hello1 nicht findet, wenn ich nicht ./ davor stelle? Da hinten? Ja, genau Sie? Ja, weil es im Passwort nicht findet. Genau. Ja, wir hatten gerade vorhin diese Umgebungsvariable Path, und das aktuelle Verzeichnis Punkt ist zumindest bei mir nicht im Pfad enthalten.
Ja, weder das aktuelle Verzeichnis im allgemeinen Sinn, noch das konkrete Verzeichnis, slash home, slash hsc, work, bus, lecture, materials, v03, beides nicht im Pfad enthalten, also findet es die Shell das Programm nicht. Ja, also, damit ich es trotzdem ausführen kann, muss ich einen absoluten oder relativen Pfad angeben, und der einfachste relative Pfad zu einer Datei im aktuellen Verzeichnis ist halt, wenn ich Punkt slash davor stelle. Ja, a.out kann ich natürlich genauso ausführen, das habe ich auch gerade erzeugt. Was passiert eigentlich im Hintergrund? GCC ist eigentlich nicht nur ein Compiler, sondern es ist so ein Treiber für den gesamten Kompilationsvorgang, den gesamten Übersetzungsvorgang. Ja, was macht der GCC? Der nimmt also hier als Eingabe dieses Hello1.c und dann schickt er es erstmal durch den C-Präprozessor. Ja, der C-Präprozessor macht solche Dinge wie so ein Include. Hier, also alles, was mit einer Raute beginnt, also mit so einem Hashtag, heißt das Ding ja heutzutage, beginnt, wird vom Präprozessor erstmal ersetzt. Ja, also Hash Include ist letztendlich einfach ein Copy-Paste von dem Inhalt von der stdio.h in dem Fall an die Stelle in dem C-Programm. Ja, das heißt also, aus Hello1.c mit irgendwie 7 Zeilen oder so wird Hello1.c oder Hello1. Wie auch immer das Ding dann heißt, ja, Temporärdatei irgendwie mit Tausenden von Zeilen, weil der Inhalt von diesem Header-File da reingepastet wird, so kann man sich's vorstellen. Ne, also Hello1.i zum Beispiel. Dann kommt als nächstes der CC1, das ist der tatsächliche C-Compiler. Ja, der kompiliert also C-Code, der aber schon präprozessiert ist durch den Präprozessor und erzeugt Assembler-Quelltext. Maschinencode. Ja, auch hier, man kann dem GCC immer sagen, dass er ab irgendeinem bestimmten Schritt aufhören soll. Also wenn man zum Beispiel möchte, dass der GCC nach dem Präprozessieren aufhört, dann ruft man halt GCC-E auf. Ja, genauso hier mit minus groß S kriegt man dann den Assembler-Quelltext und das wird nicht weiter übersetzt. Als nächstes ruft der GCC den Assembler auf. Ja, der macht aus dem menschenlesbaren Maschinencode ein sogenanntes Object-File, also hier in dem Fall hier Hello1.o. Das ist aber noch nicht ausführbar, sondern dann brauchen wir noch den Linker. Ja, dann müssen wir also dieses Object-File, oder wenn unser Projekt aus mehreren Quelltextdateien besteht, alle Object-Files dann zusammengebunden vom Linker zu einer ausführbaren Datei. Ja, potenziell auch noch mit weiterem Hinzulinken von irgendwelchen Bibliotheken. So, jetzt gibt es hier die Zwischenfrage, was bedeutet C ohne Makros auf dieser Folie hier? Ja, also die Frage ist, was heißt das hier? Das ist letztendlich C-Code, aber ohne Präprozessordirektiven im weiteren Sinne. Ja, also alles, was hier mit einer Raute beginnt, mit einem Hashtag beginnt, ist hier nicht mehr enthalten. Also aus einem Hash-Include, irgendein Dateiname, wird diese Zeile verschwindet und stattdessen wird in den Quelltext hineingepastet der Inhalt von dieser stdio.h. Und dann gibt es in C auch noch Makros, ja, die man definieren kann mit Hash-Define, die letztendlich auch den man verwenden kann für automatische Ersetzung. Also zum Beispiel, ich kann sagen, hash define pi 3. Oh Gott, helfen Sie mir mal. 141592 irgendwas, ne? Sowas war das. Und das sorgt dann dafür, dass überall im Quelltext, wo dann dieses Pi vorkommt, wird das hier rechts ersetzt. Ja, man kann sich diesen Präprozessor als einen mehr oder weniger ziemlich dummen Suchen- und Ersetzen-Mechanismus vorstellen. Ja, der zum einen mit diesem Include-Mechanismus andere Dateien in eine Datei reinpasten kann und zum anderen solche Makros, so heißen die, Makros ersetzen kann mit ihren Definitionen. Man kann noch ein bisschen mehr damit machen. Diese Makros, die können auch parametrisiert werden.
gibt aber Gründe, warum man das nicht machen sollte. So, Kurzfassung. Jedenfalls an dieser Stelle hier unten kommt nichts mehr vor mit einem Hash, mit einer Raute. Ja, die sind dann verschwunden. Der CPP, dieser Präprozessor, der hat das ersetzt. Da ist eine Frage. Die Frage brauche ich ein bisschen lauter, bitte. Ich meine, bedeutet das, dass es nur alles, was nach Include nicht vorkommt, oder einfach die Zeile mit Include? Die Zeile mit Include hier verschwindet. Okay. Ja, also in dem Fall, das Include, diese Zeile verschwindet und wird ersetzt durch den Inhalt von der stdio.h, die der Compiler irgendwo im System findet. Das heißt also, das Ergebnis ist ein monströses, tausende von Zeilen, potenziell tausende von Zeilen langes Programm, oder Datei. Ja, aber das ist tatsächlich dann das, was der Compiler zu Gesicht bekommt. Genau, wir können das spaßenshalber auch mal kurz ausprobieren hier. Machen wir hier mal ein GCC, zum Beispiel minus groß S, hello1.c. Ja, dann sehen wir also, jetzt ist hier ein hello1.s rausgefallen. Und das ist der Assembler-Code zu unserem kleinen Hello World-Programm. Ja, man sieht hier zum Beispiel hier den Maschinencode für die Funktion Main. Die Funktion Main, und zum Beispiel hier wird dann tatsächlich die Ausgabe angestoßen. Ja, hier steht interessanterweise nicht printf, sondern puts. Da macht der Compiler schon wieder Optimierungsmagie. Ja, weil, ja, wie hier letztendlich in diesem Beispiel-C-Programm, in diesem printf hier, keine Platzhalter verwenden. Ja, und deswegen denkt sich der C-Compiler, ach, da brauchen wir gar nicht dieses komplexe printf, sondern da reicht auch ein puts. Also puts ist eine Funktion, die halt nur einen platten String ausgeben kann. Gut. So, das ist der Übersetzungsvorgang. Jetzt, wo wir wissen, wie wir also ausführbare Programme erzeugen können, kämen wir mal wieder zurück zu den Prozessen. Und zum Steuern von Prozessen gibt es auf Unix Systemaufrufe. Moment. Hier gibt es gleich noch eine Zwischenfrage zu Pipes, aber na wohl, ich meine, wenn wir jetzt gerade an dieser Schnittstelle sind, dann kann ich die auch noch schnell beantworten. Kann man die Ausgabe eines Programms in einer Pipe auch an zwei Stellen gleichzeitig umleiten? Somit gegebenenfalls als Eingabe für zwei weitere Programme nutzen. Also, nur die Idee, irgendwie, wir haben eine Pipe, ein Programm, das macht eine Ausgabe, und ich möchte diese Ausgabe nicht als Standardeingabe in ein weiteres Programm schicken, oder in einen weiteren Prozess, sondern in zwei. Im weiteren Sinne geht das, aber nicht mehr mit so ganz so einfacher Syntax. Da muss man dann potenziell irgendwie Namepipes anlegen. So, da will ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen. Also prinzipiell geht das, aber es ist nicht ganz so trivial. Die Stichworte, die da vielleicht helfen. Es gibt ein Programm namens T. Das heißt T, weil es ein T-Stück darstellt bei den Pipes, also eine rein, zwei raus oder mehrere raus. Und dann vielleicht noch das Programm mkfifo. Das hilft vielleicht auch noch, um sogenannte Named Pipes, benannte Rohre, anzulegen. Dabei will ich es aber lassen. Ja, da möchte ich nicht tiefer einsteigen, das ist schon advanced. Aber ja, es geht. Gut, also Systemaufrufe zum Thema Unix-Prozesssteuerung. Die ersten drei sind zunächst mal, sagen wir, informative Systemaufrufe. Ja, also getpit liefert mir als Prozess einfach meine Prozess-ID, ja, so kann ich die rauskriegen. Analog dazu getppit, also die Prozess-ID des Elternprozesses. Und getuid, das ist auch wieder ein kleiner Vorgriff. Also jeder Nutzer auf einem Unix-System hat eine User-ID. Auch wieder eine Zahl einfach. Und jeder Prozess in dem System, der von irgendeinem Nutzer gestartet wurde, läuft natürlich unter den Rechten dieses Nutzers. Das heißt also auch mit der User-ID von diesem Prozess. Dementsprechend gehört also zu jedem Prozess-Kontext auch eine UID, und mit getUID kann ich die rauskriegen.
So, da unten kommen dann aber die spannenderen, mit denen ich also manipulieren kann. Ja, der spannendste, mit dem wir jetzt gleich mal anfangen noch, ist der Systemaufruf Fork. Ja, auch gerne Thema bei Klausurfragen tatsächlich. Ja, also bei Klausurfragen zu diesen Themen hier erwarten wir nicht unbedingt, dass Sie aktiv perfekte C-Programme schreiben können. Ja, dafür liefern wir auch die Materialien gar nicht, ja, obwohl es vielleicht trotzdem eine gute Idee ist, ein bisschen C zu können, wenn man aus so einem Studium rausgeht. Aber Sie sollten mit Pseudocode was anfangen können, in dem zum Beispiel ein Fork-Systemaufruf drinsteht. Ja, also welche Wirkung ein Fork in einem Unix-System hat, das sollten Sie verstanden haben und entsprechend auch, wenn Sie zum Beispiel ein kleines Stück C-Code vor die Nase gehalten bekommen, wo ein Fork drin vorkommt, dass Sie also zum Beispiel vorhersagen können, welche Ausgabe dieser Prozess, also dieses Programm macht, wenn man es als Prozess startet. Okay, zurück. Fork. Fork erzeugt, also das ist der zentrale Systemaufruf, der tatsächlich einen neuen Kindprozess erzeugt. Ja, das heißt auch, wenn ich in meiner Shell cage hello1.c enter eingebe, dann wird die Shell in Folge erstmal ein Fork machen. Wird also einen neuen Kindprozess erzeugen, um dann in dem Kindprozess dieses Programm cage zu starten. Weniger spektakulär exit und underscore exit. Ja, da gibt es nur einen subtilen Unterschied. Das sind zwei Funktionen erstmal, die den laufenden Prozess beenden. Ja, also einfach das Beenden eines Programms, das man natürlich einfach dadurch erreichen kann, dass das Ende der Main-Funktion erreicht wird. Ja, tatsächlich, wenn die Main zurückkehrt, wird auch ein Exit aufgerufen, aber man kann das auch explizit selber tun. Und dann gibt es noch den Wait-Systemaufruf, der also dafür sorgt, dass ein Elternprozess warten kann, bis sein Kindprozess terminiert hat. Das ist zum Beispiel auch das, was die Shell dann tut, wenn sie darauf wartet, dass das Programm Kate zum Beispiel terminiert. Ja, wenn ihr also erstmal nicht mit der Shell interagieren kann, dann liegt das daran, dass die Shell gerade ein Wait ausführt. Da ist eine Hand. Sehr gute Frage, das hätte ich jetzt einfach weil ich es gewöhnt bin, gar nicht kommentiert. Also die Frage war, was heißen diese Zahlen 2 und 3 und so weiter in den Klammern hier? Das ist die sogenannte Man-Page-Section, in denen die Doku zu dem jeweiligen Aufruf hier drin steht. Ja, das heißt also, ich kann jetzt sagen, Man. Schönes Beispiel ist zum Beispiel die Funktion, zu diesen ganzen Aufrufen, Systemaufrufen, aber auch Standard-Libc, also C-Bibliotheksaufrufen, gibt es Man-Pages. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mal rausfinden will, wie printf funktioniert, dann sage ich man printf. Ja, man hatten wir vorhin kennengelernt, da kriege ich also Doku. So, jetzt stelle ich also hier fest, das ist die Man-Page printf in Klammern 1. Und das sieht auch irgendwie nicht nach C aus, hier unten. Ja, das liegt daran, das ist also das printf in der Section 1, in der Manpage Section 1. Es gibt Manpage, man kann sich vorstellen, wie die Kapitel oder die Bände von den Manpages. Ja? Das ist Manpages Band 1. Und in Manpages Band 1, Section 1, stehen Kommandozeilenprogramme drin. Das ist die Doku von Kommandozeilenprogrammen. Ja? Abschnitt 2 sind Systemaufrufe. Abschnitt 3 sind Standard-Bibliotheksaufrufe. Das heißt, wenn ich mich für das printf aus der Standard-C-Bibliothek interessiere, muss ich explizit sagen, ich möchte printf in der Section 3 haben. Man 3 printf. Und dann kriege ich hier die Doku zu den diversen Varianten von printf. Ja, printf, fprintf, dprintf und so weiter, weil die alle ähnlich funktionieren. Und dann stelle ich fest, dass also printf so Platzhalter hat, ne, mit Prozent und so weiter. Während ich zum Beispiel, was hatten wir gerade vorhin, grep, ja, man grep, dann lande ich in der Manpage grep 1, weil das ein Kommandozeilentool ist. So, und hier ist das explizit spezifiziert, weil es manchmal Doppelungen gibt. In dem Fall nicht, ja, also auf dieser Seite hier nicht, aber trotzdem schreiben wir,
immer in Klammern dahinter, in welcher Manpage-Section die Doku zu dem jeweiligen Systemaufruf zu finden oder zum jeweiligen Aufruf zu finden ist. Und hier sieht man übrigens auch, ja, Exit ist in der Section 3, das heißt, es ist gar kein Systemaufruf, sondern das ist eine Funktion in der Standardbibliothek. Während Underscore-Exit der zugehörige Systemaufruf ist. Underscore-Exit terminiert wirklich den Prozess, während das normale Exit ein Aufruf in die C-Library ist, die am Schluss dann auch ein Underscore-Exit aufruft, aber vorher noch Aufräumarbeiten macht. Das ist so die Kurzfassung. Genau, das ist auch die Frage, die hier gerade reinkam, deswegen kann ich die gleich wieder wegklicken. Nummern in der Klammer. Gut. So, und last but not least gibt es hier noch diesen exec-ve-Systemaufruf, der dann ein Programm im Kontext des laufenden Prozesses lädt und ausführt. So, was macht das? Wir haben einen Prozess, da wird gerade eine Shell ausgeführt und jetzt machen wir im Kontext von diesem Prozess, rufen wir den Systemaufruf exec-ve auf und sagen dem exec-ve, wir möchten gerne den aktuellen Prozess, das ist eine Bash zum Beispiel, ersetzen mit einem Firefox. Und was passiert, ist, dass das Prozessabbild von dieser Bash hier ersetzt wird mit den Speichersegmenten vom Firefox. Wird einfach übermalt und dann wird der Firefox ausgeführt. Im selben Prozess. Das heißt also, der behält auch seine Prozess-ID. Warum ist das nützlich? Letztendlich ist das Ganze in der Regel zweischrittig. Ja, also wenn ich in der Shell ein Programm starte, ich sage in der Shell Firefox, Enter, dann macht die Shell zwei Dinge. Die Shell macht erstmal ein Fork, die erzeugt also einen Kindprozess. Jetzt sind es zwei. Der Kindprozess hat also als Elternprozess diese Shell. Ein Fork tut aber erstmal nichts weiter als diesen Elternprozess duplizieren. Jetzt haben wir also zwei Prozesse, die Bash ausführen. Ja? Und was die Shell als nächstes macht, im Kindprozess wird ein Exec aufgerufen, Exec-ve oder sonst wie, mit Firefox. Dann wird also jetzt der Kindprozess, mit dem gerade noch die Shell läuft, ersetzt mit dem Firefox. Und dann haben wir die Situation, die wir haben wollen, nämlich einen Elternprozess, der immer noch die Shell ausführt und einen Kindprozess, der das Programm ausführt, das der Nutzer gerne haben wollte. Schauen wir uns aber gleich konkret in einem Beispiel an. Also, Fork, ja, wie gesagt, dupliziert erstmal den laufenden Prozess. Elternprozess wird dupliziert, ja, wird so zellteilungsartig geklont. Wir haben jetzt plötzlich zwei. Und dieser Kindprozess, der erbt von seinem Elternprozess eine ganze Reihe von Dingen, ja, also zum Beispiel den Adressraum, sämtliche Segmente, Codesegment, Datensegment, BSS, Heapstack, ja, also alle, die wir letzte Woche kennengelernt haben, wird also auch dupliziert. Die User-ID, die Standard-Ein-Ausgabe-Kanäle, ja, also wenn der Elternprozess vorher seine Ausgabe in eine Datei umgeleitet hat, dann tut es der Kindprozess auch. Die Prozessgruppe, die Signaltabelle, dazu werden wir später noch ein bisschen mehr sprechen, auch sowas wie offene Dateien. Ja, wenn ein Prozess eine Datei geöffnet hat und dann ein Fork aufruft, dann hat der Kindprozess diese Datei auch offen. Ja, also der Kindprozess kann dann über den gleichen Dateideskriptor auf dieselbe Datei zugreifen. Was interessant wird, wenn die beiden Prozesse noch kommunizieren wollen miteinander. Das Einzige, was nicht kopiert wird, ist die Prozess-ID. Ja, jeder Prozess hat natürlich seine eigene ID, das heißt, der Kindprozess bekommt eine neue. Und der Kindprozess hat natürlich auch eine andere Parent-Process-ID, nämlich welche? Da hinten? Von dem Elternprozess, der ihn erzeugt hat, natürlich. Ja. Genau, und noch ein paar andere Dinge werden nicht übernommen. Und wo man ein bisschen sein Gehirn erstmal drumherum wickeln muss, ist also tatsächlich dieses Vorgehen, wir haben initial haben wir einen Prozess, der ruft einen Fork auf und wenn Fork zurückkehrt, haben wir zwei Prozesse. Und in beide Prozesse kehrt das Fork zurück. Total wild. Gucken wir jetzt mal ein konkretes Beispiel an.
Das ist jetzt also ein kleines Programm, das also Fork verwendet. Ja, das tut also nicht besonders viele spannende Dinge. Am Anfang wird hier erstmal irgendwie hier getpit und getppit aufgerufen. Sie erinnern sich, getpit kriegt meine eigene Prozess-ID raus, getppit kriegt die Prozess-ID vom Elternprozess raus und gibt die beiden aus. Also beim printf ist dieses procd ein Platzhalter für das, was hier als weiterer Parameter kommt. Da ist eine Hand. Also die Frage ist, wenn im System ein Limit eingestellt ist für die Anzahl an Prozessen und ich einen Fork aufrufe und das Erzeugen eines weiteren Prozesses dieses Limit überschreiten würde, was passiert dann? Das ist genau das Szenario, wo das Fork scheitert. Ja, da liefert das Fork einen Fehlercode zurück und sagt, nee, geht nicht, darf ich nicht. So, also wie gesagt, erstmal ein bisschen IDs ausgeben und dann rufen wir hier Fork auf. Ja, und merken uns auch den Rückgabewert in der Variable pit. Aber wir rufen ein Fork auf. Und was jetzt hier unten im weiteren Sinne passiert, das schauen wir uns gleich an. Ja, aber das sind jetzt erstmal die drei Zeilen. Jetzt tun wir mal so, als würden wir das ausführen. Da unten ist jetzt mal so ein Platzhalter für die Ausgabe. Da ist das Terminal-Emulator-Fenster mal zu sehen. Und jetzt rufen wir dieses Programm hier auf. Ja, ./fork. Fork heißt, ich habe dieses Ding hier übersetzt und die ausführbare Datei in einer Datei, das ausführbare Programm in der Datei fork abgelegt und ich starte das Ding jetzt. So, dann bin ich erstmal hier am Anfang und stelle vielleicht auch fest, aha, okay, mein Linux hier hat dem Prozess hier die Prozess-ID 7553 gegeben und jetzt stelle ich auch laufen lasse, dann sehe ich, aha, da unten ist was passiert. Na, der hat hier die Ausgabe gemacht, Elternprozess. Ja, und hat hier also korrekt ausgegeben, dass seine eigene Prozess-ID 7553 ist. Und die Parent-Process-ID von mir aus 4014, wie auch immer, keine Ahnung. Ja? So, jetzt wird Fork aufgerufen. Dann haben wir mal eine Vorstellung, was jetzt passiert. Ein Vorschlag. Was passiert als nächstes? Oder was sehen wir vielleicht auf dem Terminal? Oder was passiert im System, wenn das Fork aufgerufen wird? Ja? Der Prozess wird dupliziert. Ganz genau. Ja? Fupp. Zwei. Und jetzt stellen wir fest, na, das ist der Prozess, den wir gerade schon hatten, den 7553. Jetzt haben wir aber noch einen neuen Prozess gekriegt, 7554, mit demselben Prozessabbild. Ja, der hat sämtliche Speichersegmente von dem Elternprozess geerbt. Das heißt, auch das Textsegment mit diesem Code hier ist identisch. Beide Prozesse sind jetzt gerade bei der Ausführung von Fork. Immer noch, von mir aus. Ja? So, das Fork kehrt jetzt zurück in beide Prozesse. Beide Prozesse sind jetzt gerade in dieser Zeile, die hier orange markiert ist. Und jetzt aus Nutzersicht laufen diese beiden Prozesse jetzt echt parallel weiter. Oder auf einem Multiprozessorsystem laufen die auch vielleicht wirklich echt parallel weiter. Ja? Jetzt betrachten wir mal, was im rechten Prozess passiert. Aber bedenken Sie, dass eigentlich beides, sagen wir mal, konzeptionell gleichzeitig passiert oder je nachdem, wie der Scheduler die beiden Prozesse jetzt einplant, läuft vielleicht der eine mal ein bisschen, läuft der andere mal ein bisschen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was dieser rechte Prozess hier tut. Achso, sorry. Zunächst mal schauen wir uns hier den Rückgabewert an von dem Fork. Ja? Und der Rückgabewert hier im Elternprozess, der linke Prozess ist ja der Prozess, der das Fork ursprünglich aufgerufen hat. Der Rückgabewert von dem Fork im Elternprozess ist die Prozess-ID von dem neuen Kindprozess. Ja, das heißt, dieser Elternprozess speichert hier in dieser Variable pit 7554 ab. Die Prozess-ID vom Kind. Während rechts im Kindprozess, und das ist die erste Stelle, wo die beiden Prozesse sich unterscheiden, ja, im Kindprozess liefert das Fork 0 zurück und signalisiert damit dem Kindprozess,
du bist übrigens der Kind-Prozess. Das ist dieser Rückgabewert von dem Fork ist die einzige Möglichkeit, für die Prozesse rauszukriegen, bin ich jetzt der Kind-Prozess oder bin ich der Elternprozess? Weil die führen ja denselben Code aus. Ja? Warum ist der Rückgabewert im Kind-Prozess 0? Doch, doch. Also, in dem Moment, wo das Betriebssystem den neuen Prozess erzeugt, den Prozess klont, dupliziert, in dem Moment vergibt das Betriebssystem auch an den Kind-Prozess eine eigene Prozess-ID. Deswegen hatte ich die hier auch oben in die Ecken geschrieben. Die werden hier beide vergeben. Wenn die beiden Prozesse jetzt GetPit aufrufen, kriegt der eine 7553 zurück, der andere kriegt 7554 zurück. Ja? Was wir jetzt aber gerade betrachten, ist der Rückgabewert von dem Fork. Und der Rückgabewert von dem Fork ist im Elternprozess die Prozess-ID von dem neuen Kindprozess. Und im Kindprozess ist der Rückgabewert von dem Fork die 0. Einfach, dass der Kindprozess weiß, du bist der Kindprozess. So, und jetzt machen wir das, was ich gerade angekündigt habe. Jetzt lassen wir mal den rechten Prozess erstmal ein Stück weiterlaufen. So, der prüft hier if pit größer 0. Das ist falsch. If pit gleich 0, das ist richtig. Das ist true. Also macht er jetzt hier diese Ausgabe. Da sagt hier im Kind-Prozess und gibt hier die eigene Prozess-ID aus und dann die Elternprozess-ID. Die eigene ist die 7554, die Elternprozess-ID ist die von dem hier links. So, und dann läuft er noch weiter und beendet sich. Jetzt ist er terminiert. Okay? Und jetzt schauen wir mal, was im Elternprozess passiert. Der prüft hier auch, if pit größer 0, das ist ja derselbe Code. Ja? Nur, dass in diesem Fall diese Bedingung wahr ist. Ja? Weil dieser Rückgabewert von dem Fork war ja 7554, das ist größer 0. Also, und das ist die Information eben, ich bin der Elternprozess und deswegen meldet er jetzt hier im Elternprozess und gibt hier die Kindprozess-ID aus. Okay? Dann läuft er hier noch zu Ende und ist auch beendet. So funktioniert Fork. So kann man Kindprozesse erzeugen. Können wir auch mal ausprobieren. gcc-o fork.c. Aha, da fehlen irgendwelche Header-Files. Ignorieren Sie diese Warnungen mal kurz. Funktionieren sollte es trotzdem. Ja, nur jetzt sehen wir hier, die Ausgabe ist irgendwie andersrum. Ne? Also da kommt irgendwie hier erst der Elternprozess und dann der Kindprozess, während hier Kindprozess, Elternprozess stand. Jemand eine Idee? Warum? Ja? Das ist eine Race Condition, genau. Ja, also es ist völlig unklar, in welcher Reihenfolge das passiert. Ich hatte gerade gesagt, die laufen konzeptionell betrachtet komplett parallel, diese beiden Prozesse. Ja, das heißt, wer zuerst seine Ausgabe macht, kommt darauf an, wie das System gerade scheduled und wer zuerst, sagen wir mal, auf das Terminal zugreift. Da hinten war eine Hand. Der Vorschlag war jetzt, dass also der Prozess hier links ein bisschen weniger Zeilen durchlaufen muss, bis er seine Ausgabe macht, als der hier rechts. Bei dem hier rechts ist das hier weiter unten, während der hier, also sprich, der muss erstmal hier dieses if durchlaufen und dann dieses zweite if, dass der hat ein bisschen mehr zu tun. Und die Frage war, ob das eine Auswirkung hat auf die Reihenfolge. Theoretisch kann das ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten verschieben, ja. Aber was hier wahrscheinlich viel ausschlaggebender ist, ist, wie der Scheduler, welchen Prozess der Scheduler als erstes irgendwie eine Zeitscheibe gibt. Aber theoretisch kann das, in dem Fall sind es wahrscheinlich drei Instruktionen oder so Unterschied. Also da würde ich behaupten, da müssen Sie schon viele Messungen durchführen, bis Sie da irgendwie eine Wahrscheinlichkeit in die eine Richtung irgendwie ausschlagen sehen. Weiter vorne mal noch eine Hand. Jeweils zwei Zeilen ausgeben. Also, das Prozess impliziert,
sein, dass die Zeilen in sich sozusagen, also erstmal Prozess 1, dann Prozess 2, dann Prozess 1, Prozess 2 sind? Also so verschoben, oder gibt es Mutex? Also die Frage war, wenn diese Prozesse links und rechts jeweils mehr als eine Zeile ausgeben, kann es passieren, dass die durchmischt sind? Also irgendwie Prozess 1, Prozess 2, wieder Prozess 1, wieder Prozess 2 dastehen. Kommt drauf an. Die Kurzfassung ist, die Standardausgabe, über die das Printf hier Ausgaben macht, ist in der libc normalerweise zeilenweise gepuffert. Das heißt, wenn eine Zeile fertig ist mit Backslash n ist das Newline, das sieht man hier, wo haben wir es? Da am Ende von diesen Ausgaben hier ist jeweils ein Backslash n, das ist also die neue Zeile. Und dann wird ein Write-System aufgerufen, der tatsächlich die Ausgabe macht. So, und dann, das passiert zeilenweise, und dann kann es durchaus passieren, dass die durchmischt sind. Wenn das Puffern ein bisschen anders eingestellt ist, und das kann man konfigurieren, oder es kommt auch darauf an, ob ich zum Beispiel in die Datei schreibe oder auf die Konsole, also ins Terminal, dann kann es auch sein, dass die Ausgabe nicht zeilenweise gepuffert ist, sondern wirklich die Puffergröße ausgenutzt wird. Und dann wäre das ein Write-Systemaufruf und dann würden die nicht durcheinander gemischt werden können. Also dann wäre so ein bisschen Synchronisation da. Ja, die Frage hier im Internet auch, läuft der Kindprozess immer vor dem Elternprozess? Nein. So, jetzt gibt es hier noch die Frage, was gibt es denn eigentlich für einen sinnvollen Use Case für Fork? Naja, also das ist natürlich jetzt einfach nur eine Demo, ja? Quasi das nackte Funktionieren von Fork, so geht's. Der einfachste Fall ist, ich habe mehrere Prozessoren in meinem Rechner und ich will die ausnutzen. Ich will jetzt irgendein größeres Rechenproblem lösen und das parallelisieren und ich will halt die eine Hälfte von dem Problem, die löse ich halt dann im Elternprozess und die andere Hälfte löse ich im Kindprozess. Und dadurch, dass ich Multiprozessor-Systeme habe, läuft es auch dann auch echt parallel und geht schneller. So. Ja, das heißt also, da kann ich Multiprozessor-Hardware damit ausnutzen. Wofür ich das aber ständig brauche, ist das Starten von Programmen. Ja, wenn ich in der Shell eintippe Firefox Enter, dann will ich ja nicht, dass der Firefox die Shell ersetzt. Ich will ja, dass die Shell weiterläuft. Ja, ich will ja hinterher, wenn der Firefox fertig ist, die Shell wieder benutzen können oder vielleicht mit Job Control auch die Firefox im Hintergrund weiterlaufen lassen, während ich in der Shell auch weiterarbeiten kann. Abwechselnd. Da brauche ich immer einen Fork. Ich muss also dafür sorgen, dass die Shell einen Kindprozess erzeugt und in dem Kindprozess rufe ich dann ein Exec auf, was den Kindprozess ersetzt durch den Firefox. Und so, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich dafür sorgen kann, dass der Firefox zum Kindprozess von meiner Shell wird. Ich muss erstmal einen Fork aufrufen. Und das werden wir uns auch gleich noch kurz angucken. Vorher nochmal ganz kurz erstmal die technische Sicht auf das Problem. Ich hatte ja gesagt, der Kindprozess erbt sämtliche Speichersegmente vom Elternprozess. In der naiven Implementierung hieße das, ich muss wirklich den kompletten Speicher von meinem Prozess kopieren in irgendein neues Stück Speicher, das ich frisch reservieren muss. Ja, das ist eine Menge Aufwand. Insbesondere ist es natürlich besonders sinnfrei, das zu machen, wenn der Kindprozess als nächstes sofort ein Exec ausführt und sich selbst ersetzt durch den Firefox zum Beispiel. Das heißt, ich habe alle Speichersegmente von meiner Shell kopiert in den Kindprozess, nur um sie dann sofort wieder wegzuwerfen und durch das Exec mit dem Firefox-Programm zu ersetzen. Mit den Speichersegmenten vom Firefox zu ersetzen. Ja, also völlig sinnfreies Kopieren von Speichersegmenten. Da hat man sich ziemlich früh schon Gedanken darüber gemacht, wie man das effizienter hinkriegt. Die historische Lösung dafür ist ein Systemaufruf, der heißt auch immer noch, also aus Kompatibilitätsgründen wird es den sicherlich noch geben, vFork. Da wird dafür gesorgt, dass der Elternprozess einfach während der Kindprozess arbeitet, blockiert ist, stehen bleibt, suspendiert ist. Ja? Und zwar so lange, bis der Kindprozess, der dann auf denselben Speichersegmenten arbeitet und nicht auf den gleichen, also nicht auf einer Kopie, sondern auf dem Original,
So lange, bis der dann exec aufruft und sich zum Beispiel durch den Firefox ersetzt. Und der wird dann tatsächlich als neuer, für den werden dann tatsächlich neue Speichersegmente reserviert. Oder bis der sich mit exit terminiert. Das heißt, der Kindprozess benutzt direkt die Original-Code- und Datensegmente des Elternprozesses. Ja, die werden nicht kopiert. Heißt aber auch, der Kindprozess darf die Daten nicht verändern. Sonst ändert er ja die Daten vom Elternprozess. So, das ist aber eine starke Einschränkung. Das heißt also zum Beispiel in der Shell kann ich jetzt nicht ohne weiteres sagen, irgendwie Steuerung Z, Job im Hintergrund ausführen und vielleicht noch ein weiteres Programm starten und so weiter. Ja, vielleicht ginge das sogar. Aber es ist relativ umständlich, weswegen man das heute technisch anders macht, nämlich mit Copy on Write. Ja, also da wird tatsächlich mit Hilfe von der Memory Management Unit, da werden wir uns später technisch angucken, wie das genau geht, aber mit Hilfe von der Memory Management Unit wird in den Kindprozess, werden dieselben Speicher, derselbe physische Speicher eingeblendet, der auch den Elternprozess ausmacht. Und erst wenn einer der beiden Prozesse anfängt, schreibend auf irgendein Segment, auf irgendein Stück von dem Speicher zuzugreifen, wird dann dieses Stück Speicher tatsächlich kopiert. Ja, dass dann wirklich beide eine eigene Kopie haben, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln können. Und insbesondere für den Standard-Use-Case, also Fork und direkt danach ein Exec, muss das gar nicht gemacht werden. Ja, da wird keine Kopie notwendig, weswegen also ein Fork mit Copy-on-Write fast so schnell ist wie ein V-Fork. Weiterer Systemaufruf, underscore exit, ja, das ist also der Systemaufruf, der wirklich einen Prozess terminiert. Der kriegt einen Parameter, ja, das ist das, was hier dahinter steht mit Klammer auf int. Dieser Parameter ist der sogenannte Exit-Status. Ja, das ist einfach eine Ganzzahl, über die ein Prozess seinem Elternprozess signalisieren kann, ja, wie er verlaufen ist. Ja, war es erfolgreich, ist irgendwas schiefgegangen, vielleicht sogar irgendwie in dieser Zahl kodiert, was ist schiefgegangen. Ja, das ist so eine einfache Möglichkeit der Kommunikation. Wenn man diesen underscore-exit-Systemaufruf aufruft, dann werden also alle Ressourcen freigegeben, offene Dateien werden geschlossen, der belegte Speicher wird freigegeben und der eigene Elternprozess bekommt ein Signal. Ja, wie gesagt, über Signale werden wir später nochmal separat reden, aber der wird also informiert mit einem Signal namens SigChild, dass also ein Kindprozess terminiert ist, während, ja, wie ich gerade schon sagte, das Exit in Klammern 3, also der Bibliotheksaufruf, noch ein bisschen mehr macht. Ich hatte gerade schon von Ausgabepuffern gesprochen, also der Exit-3-Bibliotheksaufruf sorgt dafür, dass auch gepufferte Ausgaben zum Beispiel noch rausgeschrieben werden. So, ja, verwaiste Prozesse. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angerissen. Wenn ein Elternprozess terminiert, bevor sein Kindprozess terminiert hat, dann wird also zum Beispiel in diesem Fall hier, ja, der Firefox hier ist also ein Kindprozess von irgendeiner so einer Bash, und wenn diese Bash hier terminiert, bevor der Firefox terminiert, dann ist der Firefox ja erstmal ohne Elternprozess. Na, und da gibt es unter Unix den Mechanismus, dass der Init-Prozess, also der Prozess an der Wurzel von der Prozesshierarchie, dass der solche verwaisten Prozesse dann adoptiert. Also sprich, der Firefox bekommt dann als neuen Elternprozess den Init-Prozess, der immer existieren sollte und muss per Definition. Ja, das sorgt dafür, dass wir also immer eine intakte Prozesshierarchie haben. Okay, jetzt gibt es hier noch eine Frage im Internet. Ein Beispiel wäre auch ein Mail-Server, zum Beispiel ein Prozess. Ein Prozess hört auf eingehende Mails. Ein Prozess kann Mails versenden. Zum Beispiel, ja, das ist irgendwie so Arbeitsteilung im weiteren Sinne, wo man Fork verwendet, um quasi trotzdem für dasselbe Programm mehrere Prozesse laufen zu lassen, ja, die vielleicht dann auch auf Multiprozessor-Hardware echt parallel laufen können.
So, Use Case für Fork werden wir uns das nächste Mal anschauen, das schaffen wir heute nicht mehr. Gibt es noch Fragen bis hierhin? Ansonsten mache ich an dieser Stelle am Freitag weiter. Denken Sie daran, dass die Übungen heute beginnen. Ja, also gucken Sie vielleicht nochmal nach, zu welcher Übung Sie sich angemeldet haben. Die Kollegen, Tutoren freuen sich auf Sie. Dankeschön.